kommt. Da ist Wuli Yong. Wer ist Wuli Yong? Auf jeden Fall macht er Schaden bis zum geht nicht mehr. Nein, geh weg! Das war er. Und das war er. Und jetzt nehmen wir doch mal so ein Kommando-Ding. Einfach nur, weil ich damit nicht umgehen kann. Was soll ich jetzt tun? Ach, da durch die Tür wahrscheinlich, ne? Was, keine Tür, sondern irgendwie ein Geheimgang. Okay. Ach wirklich, ich habe die Dächer erreicht. Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Man schießt schon wieder auf mich. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Oder doch? Dann ist noch einer. Und da steht da mit dem Raketenwerfer. Habe ich mir das gerade eingebildet. Da habe ich mir noch eingebildet. Ich bleib bei denen. Da kann ich mehr mit abgewinnen irgendwie. Weil die sind... sie genau. Jetzt kommt, glaube ich, der Kampf, ne? Und hier ist ein Heli runtergestürzt und hier liegen irgendwie Sachen rum ohne Ende. Und da oben ist ein Helikopter und da oben ist das Ding. Zerstören sie das Flugzeug, das sind zwar mehrere, aber okay. Bald klar, der erste trifft, der zweite nicht. Ich bin nicht langsam. Ach Quatsch. So. Das war Nummer 1. Soll ich mir schnell nochmal neue Muni suchen? Beziehungsweise einen neuen. Ich häng fest. Einen neuen, ich häng fest. Das ist die neue Innovation. Das ist halt, damit hängt man fest. Oder so. So. Schuss daneben. Jetzt aber. Treffer. Und er fliegt mir genau am besten in die Schussbahn. Okay, ich darf nochmal Muni holen. In dem Spiel kann man, ich glaube, man kann hier nicht rennen. Ich wüsste nicht wie. Ich meine, das ist schon mal ausprobiert zu haben. Irgendwann letztlich. In einer der vergangenen Folgen. Oder so. So, gucken wir mal. Den ist dann kaputt kriegen. Stellen Sie Dr. Neues Flugzeug. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Das ist ein Heli. Sie haben das Flugzeug zerstört. Ich dachte, ich soll zerstören. Da ist es doch. Hallo Dr. No. Tschüss Dr. No. Kommen Sie mal bitte wieder zurück. Ich soll Sie zerstören. Okay. Au. Da geht's nur runter in den Abgrund. Er schießt nämlich auch mit Raketen, wie ich gerade gesehen habe. Ich glaube, der hält 9 Raketen oder was? Kann das sein? Ich glaube. Wir halten auf jeden Fall auch ein paar Raketen, was man gerade gesehen hat. 5, ne 6, ne Quatsch, 7, 8 und 9. Okay, hält sogar mehr aus. Neue Raketenwerfer. Und dann fliegt er ein bisschen im Kreis rum. Wie man sieht. Und dann fliegt er nach oben und dann stirbt er. Komm schon, schneller, boom, nochmal. Und der ist immer noch nicht kaputt, das gibt's da nicht. Hä? Moch, Harpun. Wo ist er hin? Da unten. Da unten war er doch gerade, ich hab noch gerade gesehen.
Jetzt hat er sich versteckt, oder was? Sie haben Dr. Nuss Flugzeug zerstört. Oder so! Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es anscheinend gemacht. Okay. Da ist zwar Dr. Nuss Flugzeug, aber okay. Sollte vielleicht aus dem Weg gehen. Okay, und da ich nicht weiß, was jetzt passiert. Nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen was anderes an Bewaffnung wieder mit. So. Aber schön, dass diese Rampe hier so ist und dass man da optimal rüber kann. Und bei Gegner sind natürlich, weil sonst wäre es zu einfach. Das ist so ein Elite-Viech. Ich werde gleich sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Unsichtbare Wand. Nett. Ich komme nicht zurück. Unsichtbare Wände, ne? Die Idee, wer die Idee hatte, der gehört auch irgendwie. Ich meine, okay, um die Spielfläche einzugrenzen, ja. Ich habe ihn vernichtet. Oh, Moment. Munition. So. Ich habe ihn vernichtet. Ich habe ihn vernichtet, ich habe ihn zerstört und ich habe ihn vertötet. Da unten ist ein Gegner. Da sind ganz viele Gegner. Nachladen. Da sind trotzdem ganz viele Gegner. So, hier, komm. Du weg. Du weg. So. Okay. Und dann hier lang. Achso, wir landen jetzt da, wo die ganzen Typen gerade waren. Gut zu wissen. Und dann hier drauf. Läuft doch schon mal besser als... Tschüss. Ne, ich hole mir jetzt noch eine Jackal, weil ich habe keine andere Waffe. Meine Nase juckt. Und das wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt da mit einer Waffe hochgehe, die mindestens ein bisschen Durchschlagskraft hat. Okay. Anscheinend reicht auch das. Das war der. Da werfen wir mal eine Granate drauf. Oh, ich werde mich mal anders hinsetzen. Ups, jetzt habe ich gegen das Mikro getreten oder so. Beziehungsweise gegen die Mikrofonständer. Höhe hat Ständer gesagt. Bam, bam, tot. So. Niedergeschlagen. Ja, tot, weiß ich nicht. Ob der tot ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ganz schön niedergeschlagen. Ich konnte gerade nicht lesen, was da steht. Deswegen habe ich mich so komisch angehört. So. Tot. Ah, das ist dumm. Ich laufe einfach. Mal sehen, ob ich entkommen kann. Einfach so. Verteidigen Sie die Landeszone. Oder ich entkomme nicht und verteidige die Landeszone. Wenn das so ist. Hier geht's nicht lang. Dann halt runter und die Gegner kaputt machen da. 12 von 3. Ja, und da sind wir wieder zurück, erstmal. Ich habe hier einen ganz kurzen Schnitt machen müssen, beziehungsweise zumindest in der Audiospur, weil ich mich gerade zutiefst verjagt habe, weil ich meinen Wecker dachte, einfach mal loszugehen. Und das ist ein etwas älterer Wecker mit so zwei Glocken. Und das ist ziemlich laut. Und deswegen dachte ich mir so, bleib doch mal stehen jetzt. Warum ist ein Heli?
Au, Hilfe schießt mich ab. Mache ich einfach mal einen kurzen Cut. Für euch dürfte das keinen Unterschied machen. Es sind vielleicht ein paar Sekunden vergangen. Die lasse ich euch auch so mal im Video drin, damit ihr wisst, was alles war in der Zeit. Was zuletzt geschah oder so? Keine Ahnung. Wir verschnappen uns. Jetzt ist meine Stimme weg. Das Ding hier und au. Und au. Ich habe auf jeden Fall dreimal erwischt. Das gereicht hat, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt die da unten, damit wir mal fertig, weil die gehen mir auf den Sack. Die auch. Ich habe ihn nicht getroffen. Das war Pro. Da unten liegt auch noch eine Munition, glaube ich. Hier. Ja, aber ein Kommando will ich nicht. Was bist du? Das war Dö. Und ja, jetzt bin ich gerade voll aus dem Spiel raus. Voll verjagt bei der Wärme. Gut, ich weiß nicht, ob man das im Zusammenhang sehen kann. Hey, wieso Hacken? Ich stehe davor. Jetzt macht das Ding da runter. So. Wo kommt die denn her? Noch mehr Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Das war anscheinend ein Kopfschuss. Wie auch immer ich den gemacht habe. Gut, klar aus der Nähe. Und Sequenz. Auf einmal. Da 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 da. Jo, wir haben genau eine Stunde gebraucht für die Mission. Spiel speichern, ja, bitte. Auch das, ja, speichern. So. Und ich weiß, dass jetzt eine Sequenz losgehen wird. Wir werden jetzt kurz in die Sequenz reinschauen. Und dann werden wir uns irgendwann demnächst wiedersehen, weil ich dann letztes Mal dann die Aufnahme beenden werde. Da wir jetzt halt auch schon eine Stunde haben und ich glaube, ihr wolltet gerne noch eure eure Folge für heute haben. Deswegen, wie gesagt, das werden wir jetzt noch machen und danach verabschiede ich mich. Dieses kann für einen kurzen Zeitraum alle Schäden abweisen. Der Betrieb des Magnetschilds verbraucht Energie. Und zwar beträchtlich mehr, wenn das Schild direkt getroffen wird. Sie können dies für den Nahkampf nutzen, denn nur ein einziger Treffer führt zur sofortigen Entladung des gesamten Schildes auf das Opfer in ihrer Nähe. Es ist ein wirklich mächtiges Instrument. Setzen Sie es klug ein. Ach, da kommt noch was hinterher, ja. Das ist natürlich klasse. Na gut, das lassen wir auch noch drin. Dann habt ihr das wenigstens gesehen. Sie kann nur aus einem Grund da sein, um den Omen zu stehlen. Bis sie da sind, hat sie wahrscheinlich schon längst angegriffen. Ich höre gerade Dr. Nos Frequenz ab. Anscheinend spielt sich alles auf den untersten Etagen ab, beim Tresorraum. Ojob ist bereits am Boden. Sie können am schnellsten durch die Skylounge rein. Müssen sich von dort nach unten vorkämpfen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Turby. Und vergesst nicht, mal Kommentare zu schreiben und sowas, ne? Kennt ihr ja. Und ja. Tschüss.